Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist Montagabend, 19 Uhr und ich darf Sie ganz herzlich zum Webinar der DZ Bank begrüßen. Mein Name ist Falco Block und ich darf Sie in Vertretung zu meinem Kollegen Herrn Markus Landau heute als Moderator durch das Webinar begleiten. Die Dauer des Webinars beträgt circa eine Stunde und bei mir begrüßen möchte ich natürlich unsere beiden Referenten, Herrn Dirk Oppermann und Armin Kremser, die für unsere heutigen charttechnischen Analysen zuständig sind. Einen schönen guten Abend an die beiden Herren von dieser Art aus. Dann lassen Sie uns mal in den Bereich starten. Wie sieht die heutige Agenda aus? Wir haben heute das Thema The Big Picture. Das heißt, wir möchten Ihnen einen charttechnischen Überblick zu DAX und Co. sowie ausgewählten Währungen, Renten und Rohstoffen liefern. Und zwischendurch möchte ich Ihnen mal zeigen, wie Sie mit Hilfe des DZ Bank Guidance Desktops charttechnische Analyse ja, geben oder nehmen, vornehmen können zum DAX und wie Sie dort eine Trading-Idee, die dann Herr Kremser entsprechend vorstellt, beziehungsweise die Punkte, die er beim DAX nennen wird, wie Sie die umsetzen können mittels des Desktops und Turbo-Optionsscheinen der DZ Bank. Fragen werden wir versuchen, gerne zwischendurch zu beantworten. Wenn wir das zwischendurch nicht ganz schaffen, dann bitte ich um Nachsicht. Wir werden sie im Nachgang aber dann direkt alle beantworten und gegebenenfalls ja dann auch wieder, wie gehabt, zusenden. Bevor ich beginne, wieder unsere rechtlichen Hinweise, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Wichtig ist, das Webinar richtet sich nur an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung entsprechend in Hebelprodukten. Und alle die in diesem Webinar besprochenen Produkthinweise erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken. Sie sind nicht als Anlageempfehlung und auch nicht als Beratung zu verstehen. Und sicherlich Ihnen bekannt, Hebelprodukte beinhalten ein hohes Risiko, insbesondere ein mögliches Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts bei Turbozertifikaten oder auch des wertvollen Verfalls von normalen Optionsscheinen und natürlich das Ausfallrisiko des Emittenten. Nun möchte ich aber von meiner Seite aus erstmal weitergehen und möchte an Armin Kremser überweisen oder übergeben, eher gesagt, für einen technischen Überblick zu DAX und Co. und möchte dich um deinen Part bitten. Armin, bitte Ja, übernehmen. Falco, vielen Dank. Wobei, du hättest mir auch gern was überweisen können. Aber jetzt hole ich mir erstmal die Moderatorenrechte. Und dann können wir auch gleich hier starten. Zunächst einmal darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es ist also tatsächlich 6 Wochen her, dass wir uns an der gleichen Stelle getroffen haben. Es ist also einiges passiert in der Zwischenzeit. Und dazu möchte ich Sie jetzt gerne ein bisschen durch die Aktienmärkte führen, wie Sie das gewohnt sind. Und nach meinem Part wird dann der Dirk sich auch noch zu den anderen Assetklassen, Rentenmarkt, Euro-Dollar und den Rohstoffen widmen. Und ja, dann fangen wir doch gleich an, gehen wir in Medias Res. Hier auf der ersten Folie sehen Sie die zyklische Erwartungshaltung im Hinblick auf das Jahr 2017 für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Da haben wir im ersten Quartal, in den ersten Webinaren des Jahres immer so ein bisschen die Diskrepanz aufgezeigt zwischen dem Vierjahreszyklus, also dem US-Präsidentschaftszyklus und dem Dekadenzyklus. Und dann hat sich ungefähr zur Mitte des Quartals herausgestellt, dass eigentlich die Zyklen zum US-Präsidentschaftszyklus, dass die keine gute Blaupause geliefert haben für den tatsächlichen Verlauf des US-Aktienmarkts. Stattdessen hat sich der Dekadenzyklus in den Vordergrund gespielt. Den sehen Sie hier an der schwarzen Linie. Und da haben wir also jetzt hier recht idealtypisch in der zweiten Hälfte des ersten Quartals, genauer gesagt eigentlich erst ab dem 1. März, sind wir hier in eine Konsolidierungs- bzw. Korrekturbewegung übergegangen. Und hier an der grau schraffierten, an der grau hinterlegten Fläche, da sehen Sie jetzt, dass wir bis zum Sommer, bis etwa Juli, eventuell auch August, jetzt einen zyklentechnischen Rückenwind von Seiten des Dekadenzyklus im Markt haben. Und von daher können wir erstmal diesen Rückenwind als grobe Leitplanken für den Markt festhalten. Das heißt, wir gehen also jetzt nicht von größeren Korrekturen aus, sondern von einem
weiterhin fortgesetzten primären Aufwärtstrend. Die Korrektur, die haben wir jetzt erstmal hinter uns. Und ja, der Markt oder das Marktgeschehen selbst hat auch diese zyklische Blaupause durch den Dekadenzyklus zuletzt bestätigt. Deshalb haben wir auch keinen Grund, jetzt hier von dieser Sichtweise abzurücken und gehen also davon aus, dass wir jetzt natürlich unter der einen oder anderen Konsolidierung insgesamt per Saldo weiter nach oben laufen. Und hierzu haben wir auch gleich den ersten Chart, den S&P 500 in der Daily Candlestick Einstellung. Da sehen wir nochmal recht schön, dass wir hier einen Konsolidierungskanal, einen flachen Konsolidierungskanal, den man auch als Flagge bezeichnen kann, dass wir den zuletzt nach oben aufgelöst haben. Und wir haben jetzt eigentlich per Freitag bzw. auch heute knabbern wir so ein bisschen an dem bisherigen Allzeithoch vom 1. März bei 2400 Punkten. Noch gelang ein Überwinden nicht, aber wir gehen davon aus, dass im weiteren Verlauf wir auf jeden Fall neue Allzeithochs markieren werden. Das nächste Ziel, das kurzfristige Anschlussziel, das wäre dann bei 2450 Punkten zu finden. Das ist das 161,8% Fibonacci Retracement dieser genannten Konsolidierungsflagge. Wir haben allerdings hier zwei offene Kurslücken, zwei offene Gaps, die, von denen wir nicht wissen, wann sie geschlossen werden. Im schlechteren Falle könnten sie auch recht zeitnah geschlossen werden, denn ich zeige das nochmal auf der vorhergehenden Grafik. Hier haben wir von dem Zyklusverlauf so einen kleinen Knick in dem Dekadenzyklus. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, ob jetzt hier tatsächlich ein rasches Überwinden der 2400-Punkte-Marke gelingt oder nicht. Sollte sich in den nächsten Tagen herausstellen, dass es weiterhin ein schwieriges Unterfangen ist, dann kann man davon ausgehen, dass wir hier nochmal einen Luftpolen sehen, aber das sollte sich dann alles oberhalb des letzten Reaktionstiefs gestalten. Das ist 2322 Punkte. Das ist zugleich auch die Marke, unter die es nicht mehr gehen darf. Denn soll der Trend hier intakt bleiben, dann müssen wir also eine fortgesetzte Serie höherer Bewegungshochs und Reaktionstiefs sehen und dann darf der S&P nicht mehr unter die 2322 Punkte Marke. Der Dow Jones sieht etwas schwächer aus als der S&P 500. Hier haben wir es zuletzt nicht geschafft, das bisherige Allzeithoch vom 1. März bei 21.170 Punkten zu überwinden. Kurzfristig ein kleines Schwächezeichen, könnte auch durchaus darauf hindeuten, dass wir eben nochmal ein Luftholen sehen. Aber wie ich es eingangs gesagt hatte, wir gehen natürlich davon aus, dass sich mittelfristig der Aufwärtstrend weiter fortsetzt. Und hier haben wir ein nächstes Anschlussziel von 21.650 Punkten. Es leitet sich auch aus einer Fibonacci-Relation ab. Das ist hier das 161,8% Retracement eben der letzten Konsolidierungsbewegung. So. Dann mittelfristig, wie gesagt, wir erwarten den nächsten wichtigen Hochpunkt im Hochsommer, etwa Juli, August. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie weit können wir da hochgehen? Und ich hatte von Zeit zu Zeit auch immer wieder mal eine Elliott-Wellenanalyse gebracht. Deswegen möchte ich hier mal ein kleines Update geben an dieser Stelle. Wie Sie ja wissen, befinden wir uns in einem übergeordneten, das heißt langfristigen Bullenmarkt, der im März 2009 seinen Anfang nahm. Und ein langfristiger Aufwärtstrend, der sollte sich ja immer in einer 1, 2, 3, 4, 5 Sequenz bilden, sprich drei Impulswellen, Welle 1, 3 und 5, dazwischen eben zwei Korrekturwellen, die Welle 2 und Welle 4. Und diese Wellen sollten untereinander im Idealfall Fibonacci-Relationen aufweisen. Und nun haben wir gesehen, dass diese Welle 3, dass sie im Vergleich zur 1 eine idealtypisch 161,8er Ausdehnung aufweisen konnte. Und da liegt es natürlich nahe jetzt zu erwarten, dass die Welle 5 und die Welle 1 auch in einer Fibonacci-Relation zueinander verlaufen, aber eben nicht in einer 161,8er, sondern in einer alternativen. Und hier bietet sich als nächste Zielmarke die 138,2 an. Und da wären wir dann bei 22.120 Punkten. Und das entspricht einem weiteren Potenzial auf Basis des aktuellen Dow Jones Kurses von rund 5%. Das gleiche oder etwas ähnliches können wir zum S&P 500 sagen. Da habe ich jetzt zwar keine Wellenzählung, aber hier können wir erkennen, dass wir auch in diesem steilen Trendkanal, der sich im Februar 2016 hier gebildet hat, dass wir hier im August, da hier wo der orangefarbene Kreis sich befindet, dass wir
uns in einem Umfeld von 2530 bis etwa 2550 Punkten bewegen würden. Und das bedeutet, dass wir hier auch nochmal circa 5 bis 6% gemessen am aktuellen Niveau des Index an Potenzial nach oben hätten. Das ist also jetzt nichts, was wir jetzt kurzfristig ausschöpfen sollten, sondern eben mittelfristig. Das heißt, die nächsten 3 Monate, jetzt haben wir Anfang Mai, also ich sage mal Ende Juli, Anfang August, kann vielleicht auch ein Tick später werden. Das ist unser Timing, wo wir eigentlich einen Hochpunkt an den internationalen Aktienmärkten erwarten. Und das könnte also dann hier mit diesem Kursniveau im S&P 500 verbunden sein. Sorgen macht uns weiterhin der Transportindex. Wenn Sie mir gefolgt sind, die letzten Webinare, dann wissen Sie, dass ich ein großer Fan der Dow-Theorie bin. Das heißt, die Dow-Industriewerte und die Transportwerte müssen sich in einer gesunden Hosse immer gegenseitig bestätigen. Wenn Sie das nicht tun, dann heißt es Obacht geben, und in einer solchen Situation befinden wir uns jetzt. Der Transportindex hat nämlich sein gültiges Verlaufshoch hier im ersten Quartal gemacht, und seither gehen wir eigentlich runter. Jetzt haben wir hier so ein bisschen versucht, so einen kleinen doppelten Boden zu markieren, hat auch nicht so wirklich geklappt. Wir sind heute auch wieder im Minus. Das heißt, der kommt nicht so richtig in Tritt, und das ist auch schon für mich ein Frühwarnsignal im Hinblick darauf, dass wir eben im Sommer in ein allgemeines Top hineinlaufen könnten. Wie gesagt, an fast allen wichtigen Wendepunkten der Vergangenheit haben sich solche Divergenzen ergeben zwischen den Transport- und den Industriewerten. Und da wird es also sehr spannend sein, gerade in den nächsten Wochen, was macht der Transportindex? Kann er nochmal hier in die Nähe seines Hochs kommen, beziehungsweise gelingt es sogar, ein neues Hoch zu markieren? Dann würde sich diese negative Divergenz zu den Industriewerten auflösen. Aber wenn er das eben nicht tut, ja, dann wäre das ein zusätzliches Indiz beziehungsweise ein weiteres Puzzlestück, ein weiteres Mosaikbausteinchen dahingehend, dass wir dann tatsächlich ein Markthoch im Sommer sehen können. Dann mal eine neue Folie, die habe ich auch sehr, sehr lange Zeit nicht mehr gebracht, weil sie hat einfach keine Relevanz gehabt. Jetzt wollte ich sie nochmal hier auffrischen, und zwar die Aktienkäufe an der New York Stock Exchange auf Pump, hier von dem breiten Publikum. Hier können wir doch sehen, dass, dass wir momentan, das nennen Sie hier an den blauen Balken, dass momentan sehr, sehr stark immer noch auf Kredit spekuliert wird. Eine ähnliche Phase hatten wir vor 17 Jahren, im Jahr 2000, als die allgemeine Technologieblase geplatzt ist. Da haben wir also auch einen sehr, sehr hohen Grad an Spekulation auf Kredit von Seiten des breiten Publikums gehabt. Und jetzt sind wir eben in einer ähnlichen Situation. Und das ist natürlich momentan noch kein Indikator dafür, dass der Markt zwingend fallen muss. Ist auch schon gar kein Timing-Tool, wie man hier sehr gut erkennen kann. Aber es zeigt vor allen Dingen eines auf. Und zwar, wenn die Zinsen weiter steigen sollten, dann wird es sehr, sehr, sehr gefährlich, denn dann müssen die Kredite natürlich bedient werden, und das kann dann natürlich nur über entsprechende Verkäufe am Markt erfolgen. Und von daher sollten wir also jetzt in den nächsten Monaten, der Dirk wird nachher natürlich noch was zur Zinsentwicklung sagen, sollten die Zinsen jetzt weiter steigen, und wir haben ja auch einen ersten Zinsanstieg schon gesehen, dann wird es also sehr, sehr gefährlich für den Aktienmarkt. Denn dann könnten wir eben auch in ein größeres Top hineinlaufen. Und wie gesagt, die Elliott-Wellenanalyse sagt ja auch, dass wir in der fünften Welle sind. Und von daher muss sich dann auch irgendwann mal jetzt in den nächsten Monaten ein Top ergeben. Ja, was Ähnliches können wir auch sagen, wenn wir uns das US-amerikanische Sentiment anschauen. Da haben wir nämlich auch eine Besonderheit. Jedes Mal, wenn jetzt der Markt steigt, dann springt das Sentiment, was sich vorher dann abgebaut hat, sofort wieder in Richtung Optimismus. Das heißt, hier, als sich die Flagge aufgelöst hat am US-Aktienmarkt, da kam sofort wieder der Optimismus rein. Das heißt, die Marktteilnehmer sind wieder auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir auch irgendwann in eine Phase der Gier reinlaufen, wo man dann wirklich gar nichts mehr kennt und einfach blind dem Trend folgt, und dann wird es natürlich sehr, sehr gefährlich. Und dieses Sentiment, was wir hier über die NDR Crowd Sentiment Poll abgreifen können, das können wir auch über den Terminmarkt sehen. Hier die Put-Call-Ratio an der CBOE in der 21-Tage-Glättung. Da war es auch in der Vergangenheit immer so, wenn wir ein wichtiges Markttief gesehen haben, dann hat diese Put-Call-Ratio
eben in dieser 21-Tage-Einstellung auch immer eine schöne Spitze herausgebildet. Und da konnte man eigentlich immer sehr schön dann in den Markt einsteigen. Und zuletzt habe ich eigentlich auch gedacht, dass wir hier nochmal an dem letzten Markttief eine weitere Spitze herausbilden würden. Ist aber nicht passiert, denn wir haben auf deutlich niedrigem Niveau schon nach oben gedreht im Markt. Und deswegen kommt hier für mich auch so ein bisschen zum Ausdruck, dass die Marktteilnehmer jetzt immer optimistischer werden im Zeitablauf. Deswegen auch hier der abwärtsgerichtete Pfeil. Insgesamt sinkt das Niveau der Put-Call-Ratio beständig und das schon die letzten Quartale, wie Sie hier sehen können. Und von daher bestätigt das auch so ein bisschen die Entwicklung in der NDR-Crowd-Sentiment-Poll, eben dass wir hier einen recht ordentlichen Optimismus im Markt sehen. Und das ist natürlich von einem antizyklischen Standpunkt betrachtet hinten raus dann negativ. Noch ist es nicht so weit, aber ich denke, dass wir in den nächsten Monaten in so eine Situation reinlaufen werden. Deswegen nochmal kurz die Zusammenfassung. Wir erwarten im US-Aktienmarkt bis zum Hochsommer noch steigende Kurse. Wir haben einfach den zyklischen Rückenwind, insbesondere vom Dekadenzyklus. Und der Dekadenzyklus hat bisher im Jahr auch die beste Blaupause geliefert. Deswegen sehen wir jetzt erstmal keinen Grund, von diesem Zyklusverlauf abzurücken. Wenn wir kurzfristige Rückschläge sehen, und das könnte durchaus jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal der Fall sein, wie gesagt, zwei offene Gaps im S&P 500, dann sollten die noch nicht den Beginn eines Top-Bildungsprozesses darstellen, sondern sollten auch nochmal kaufenswert sein. Also buy the dips, kaufe die Täler, heißt die Devise, zumindest bis zum Hochsommer. Aber eben mittelfristig wird es dann sehr, sehr, sehr gefährlich. Wir haben zum einen die Warnsignale von Seiten der Dow-Theorie, sprich die Divergenz zwischen den Industrie- und Transportwerten. Dann sagt uns die Elliott-Wellen-Theorie, dass wir in der fünften Welle sind und wir haben sehr, sehr hohe Spekulation auf Kredit. Und von daher müssen wir uns irgendwann mal mit der Frage dann auch auseinandersetzen, wann wir wie etwa 2000 oder 2007, 2008 so ein größeres Aktientop bekommen. Ja, jetzt komme ich nach dem US-amerikanischen Aktienmarkt zum europäischen Markt. Da gibt es eine erfreuliche Nachricht. Und zwar von der relativen Stärke aus haben wir jetzt einen Dreh nach oben bekommen. Wie Sie hier sehen können auf der Grafik, das ist der relative Stärke-Spread des Stoxx 600 gegenüber dem S&P 500. Der Stoxx 600 ist so ein bisschen das europäische Pendant, sage ich mal, zum S&P 500. Wir haben den auch währungsbereinigt. Und hier sieht man, dass wir also nach einer lang anhaltenden Phase der Underperformance von Europa, dass wir jetzt so eine Art doppelten Boden herausgebildet haben. Kann man hier sehr schön erkennen. Wir haben auch den abwärtsgerichteten Kanal von 2015 nach oben verlassen. Sieht auch momentan kurzfristig recht dynamisch aus und deswegen können wir davon ausgehen, dass wir zumindest mittelfristig jetzt hier einen Boden der relativen Entwicklung Europas gegenüber den USA herausgebildet haben. Und deswegen wollen wir eigentlich auch insgesamt unseren Fokus wieder mehr auf Europa richten und insbesondere den von uns erwarteten letzten Teil der Hosse auch eher in Europa spielen als in den USA, wo jetzt ja eigentlich doch eher so ein bisschen Momentumverlust in den nächsten Monaten zu erwarten ist. Werfen wir einen Blick auf den DAX. Da haben wir ja gesagt, als wir hier das neue Allzeithoch hatten, im Zuge des Ergebnisses der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen an jenem Montag, sind wir hier oben rausgegangen, da haben wir gesagt, dass wir als kurzfristiges Anschlusspotenzial die 12.645 Punkte raushalten. Das ist hier das 161,8% Fibonacci Retracement der nach oben aufgelösten letzten Konsolidierungsflagge. Haben wir eigentlich auch sauber erreicht in der letzten Woche. Nur dann hat sich gezeigt, dass wir im Grunde genommen nur einen Handelstag an dieser Marke dann verweilen konnten. Und im Anschluss ist der Markt dann einfach weiter nach oben gegangen. Heute haben wir auch auf einem neuen Allzeithoch dann eröffnet. Ja, das ist einfach auch in so einer Situation, wenn ein Kursziel erreicht ist, heißt es eben nicht, dass man automatisch jetzt sofort in die Konsolidierung geht, eine Verschnaufpause geht. Diese dynamischen Trends, die können sich eben auch immer länger fortsetzen, als man das gemeinhin für möglich hält. Und deswegen empfehlen wir eigentlich dann nicht, sich dann komplett gegen so einen Trend zu stellen. Diese Trends sollte man laufen lassen. Und außer der überkauften Situation hier, Projection Oscillator ganz oben, dreht jetzt nach unten ein, kann ich eigentlich im Grunde momentan jetzt kein Argument vorbringen, warum wir jetzt ausgerechnet nochmal stärker fallen sollten. Fakt ist allerdings, alles was oberhalb von 12.375 Punkten verläuft im DAX, dann das ist hier das letzte Bewegungshoch
ist einhellig positiv zu sehen, wird also den kurzfristigen und den mittelfristigen Trendverlauf und den langfristigen Trendverlauf schon gar nicht, wird nicht schaden, beziehungsweise kein charttechnisches Porzellan zerschlagen. Und von daher ist hier die Wahrscheinlichkeit auf eine positive Trendfortsetzung einfach immer höher zu gewichten, als dass wir jetzt eine stärkere Korrektur sehen. Wie gesagt, die letzte stärkere Korrektur, wenn man sie überhaupt so nennen mag, die haben wir ja hier bereits gesehen mit dieser Konsolidierungsflagge. Im Übrigen haben wir auch hier schon in der Phase relative Stärke herausgebildet gegenüber den USA. Ich hatte auch seinerzeit wirklich eine stärkere Korrektur erwartet. Die ist nicht gekommen und von daher ist der Trend hier einfach dynamisch intakt und den sollte man laufen lassen. Und hier zeigt sich nochmal ein ganz großer Unterschied auch zum US-amerikanischen Markt. Ich hatte es gesagt, dass die Marktteilnehmer in den USA vom Sentiment her sehr, sehr bullisch, sehr, sehr optimistisch sind. Und gerade das haben wir in Deutschland zum DAX nicht gesehen. Die Put-Call-Ratio hier, die Sie sehen, orangefarbene Linie, die ist gerade in der Aufwärtsbewegung des Marktes, ist die mit angestiegen, was heißt, dass die Marktteilnehmer in den steigenden Markt hinein Absicherungen aufgebaut haben. Also hier ist mitnichten eine Kapitulation der Bären zu erkennen. Und insofern haben wir also auch vom sentimenttechnischen Standpunkt her weiteres Potenzial nach oben. Wie gesagt, zusammen eben mit der relativen Stärke, die wir gegenüber den USA haben, ist es also ein sehr, sehr positives Setup hier für den DAX, meine ich. Und von daher ist es vielleicht sogar eher so, dass wir die Bewegung nach oben unter als überschätzen. Das verbal geäußerte Sentiment ist zwar positiv, aber eben noch lange nicht auf extremer, wie wir hier sehen können. Sentic Sentiment zuletzt wieder in den Bereich des Optimismus gestiegen, aber ein Markthoch bildet sich im Allgemeinen auf dem Niveau nicht. Hier haben wir noch komfortabel Platz nach oben, wenn Sie sich einfach mal hier die letzten Spitzen angucken, wie weit also der Optimismus gehen kann. Von daher haben wir hier also auch wirklich noch Spielraum und das ist also hier kein Argument, hier antizyklisch gegen den Markt zu handeln. Schauen wir uns mal an, was wir für ein Potenzial hier ableiten können. Ich sage es gleich vorneweg, es ist momentan schwierig, ein echtes, konkretes, sauber abzuleitendes Potenzial abzubilden. Ganz einfach deshalb, weil wir uns im charttechnisch sogenannten widerstandsfreien Raum bewegen. Gerade jetzt, wo wir ein neues Allzeithoch markiert haben. Aber was wir sagen können ist, dass wir voraussichtlich eine Trendbeschleunigung jetzt sehen. Und zwar, das kommt daher, dass wir hier aus einem ohnehin ansteigenden Kanal, wobei die obere Begrenzung in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder als charttechnischer Widerstand bestätigt wurde, dass wir es also jetzt geschafft haben, aus diesem aufwärtsgerichteten Kanal nach oben auszubrechen. Zeitgleich eben hier, können Sie sehr schön sehen, ein neues Allzeithoch herausgebildet und insofern ist jetzt da erstmal kein Grund, warum die Bewegung jetzt sofort wieder abreißen sollte. Jetzt sind wir nach oben erstmal frei. Wie gesagt, ist schwierig für mich ein konkretes Kurspotenzial zu nennen. Wir haben einmal die 13.300 auch genannt, schon vor einiger Zeit. Kann man zum Beispiel hier eine Measure-and-Move-Projektion machen. Vielleicht nicht so ganz 100% glücklich, aber wäre also auch hier im Zuge der jetzt zu erwartenden Trendbeschleunigung durchaus möglich. Und dann, was ich Ihnen noch zeigen wollte, ein noch größeres Potenzial. Das ist das 161,8% Fibonacci Retracement der gesamten 2015er, 2016er Korrekturbewegung. Das ist ein wirklich technisch sauber abzuleitendes Potenzial, sage ich gleich dazu. Aber bis dahin muss natürlich auch noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Und das können wir eigentlich nur dann erreichen, meiner Meinung nach, wenn wir hier wirklich nochmal in eine Übertreibung gehen. Und das wäre also auch deutlich mehr, als ich dem US-amerikanischen Aktienmarkt zutraue. Ich hatte es ja vorhin mal gesagt, 5 bis 6% für Dow oder S&P und Co. Und das wäre natürlich im DAX jetzt ein wesentlich deutlicheres Potenzial. Aber wenn man natürlich im Hinterkopf hat, dass der europäische Markt relative Stärke hat gegenüber den USA, dann wäre es durchaus möglich. Und wie gesagt, wir Analysten, wir neigen auch dazu, Trends eher zu unterschätzen als zu überschätzen. Und von daher, wenn wir hier tatsächlich in einen sehr, sehr steilen Winkel übergehen, wäre das also durchaus möglich, hier die 14,7 zu erreichen. Wenn Sie mal hier schauen, 2015 im ersten Quartal, da haben wir ja auch einen sehr, sehr steilen Anstiegswinkel herausgebildet. Und von daher würde ich nicht sagen, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, hier tatsächlich so weit zu steigen.
Dann komme ich mal zum Euro Stoxx 50. Hier haben wir eine ähnliche Situation wie im DAX. Zunächst nochmal hier der strategische Ausbruch im Q4 des letzten Jahres. Schön hier über die abwärtsgerichtete primäre Trendlinie gestiegen, relativ dynamisch. Dann zwei Konsolidierungen und jetzt sind wir auch noch hier aus dem steigenden Aufwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen. Und von daher kann ich jetzt auch hier bis zu den Hochs von 2015 nicht so wirklich ernstzunehmende oder nennenswerte Widerstände erkennen. Allenfalls hier noch die 3.700-Punkte-Marke, aber oberhalb, da wären wir schon hier bei dem April 2015 hoch bei 3.835 Punkten. Und insofern ist das für mich eine Marke, die den Euro Stoxx 50 höchstwahrscheinlich auch, ja, ich sag mal, magnetisch anziehen wird. Und bis dahin sollten wir auf jeden Fall noch laufen können. Im übergeordneten Kontext, und hier habe ich mal einen ganz langen Chart vom Euro Stoxx 50 mitgebracht, der reicht zurück bis 1999. Da sehen wir hier fallende Hochpunkte. Und jetzt in der jüngsten Bewegung sind wir jetzt hier drauf und dran, diese ganz langfristige abwärtsgerichtete Trendlinie sind wir jetzt dabei, die zu überwinden. Und allein aus diesem Chart heraus könnte ich mir also sogar noch mehr vorstellen, als jetzt nur in Anführungszeichen bis zum April 2015er hoch zu gehen. Aber hier möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass wir hier auch das 2007er hoch erreichen können, denn das ist wirklich noch sehr, sehr weit weg. Und das wird voraussichtlich nicht klappen, wenn es tatsächlich hier 2017 zu einem allgemeinen Markthoch kommt. Aber ich wollte es Ihnen trotzdem mal der Vollständigkeit halber zeigen, denn hier sieht man sehr, sehr schön, dass der Markt jetzt eine sehr, sehr langfristige oder lange gültige Trendlinie angreift und jetzt versucht, da drüber zu gehen. Lassen Sie mich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir insgesamt zum Aktienmarkt jetzt rausgearbeitet haben. Zunächst einmal auf der Zeitebene haben wir Aufwärtspotenzial bis etwa zum Hochsommer. Ich habe das gesagt, Juli, August. Wobei wir natürlich dann auch, wenn es soweit ist, immer auf Sicht fahren. Stand jetzt würde ich einfach mal sagen, genannter Zeitraum. Aber das müssen wir natürlich dann, wenn es soweit ist, von Woche zu Woche überprüfen. Europa ist für mich ganz klar hier der Favorit. Wenn es bei der Auswahl geht, soll ich mich in den USA engagieren oder lieber hier bleiben? Zwar lange Zeit nicht der Fall, weil wir eben den Abwärtstrend in der relativen Stärke hatten. Das ist jetzt gedreht und von daher traue ich Europa und damit auch dem DAX deutlich mehr zu als den US-Märkten. Insgesamt halte ich auch eine Übertreibung für möglich, gerade wenn man jetzt bedenkt, dass wir aus dem aufwärtsgerichteten Kanal nach oben ausgebrochen sind, was ja charttechnisch auch immer so ein bisschen den Charakter der Trendbeschleunigung beschreibt. Und das ist also absolut positiv zu sehen für die kommenden Wochen und Monate. Aber da kann ich auch gar nicht genug warnen, hinten heraus müssen wir uns eben darauf einstellen, dass 2017 uns einen wie auch immer gearteten wichtigen Hochpunkt an den internationalen Aktienmärkten bringen wird. Ja, das war's schon von meiner Seite und dann gebe ich zurück an dich, Falco. Ja, vielen Dank, Armin, für deine interessanten Ausführungen. Dann hole ich mir jetzt erstmal die Moderatorenrechte. Kurzen Moment. So, jetzt müsste, gucken wir mal, jetzt sieht's gut aus. Ja, liebe Teilnehmer, Sie haben es in der Analyse von Armin Kremser vernommen. Ich sage mal, the trend is your friend, möchte ich es mal kurz zusammenfassen. Es gibt eine ganze Menge lustiger und interessanter Sprüche an Börsen, aber diesen könnte man hier eventuell anwenden. Die Kollegen der Charttechnik sind also weiterhin optimistisch für jetzt hier den deutschen Leitindex DAX gestimmt und ich möchte Ihnen nur einmal kurz aufzeigen, wie Sie die Analyse und die DAX-Kursziele, die Armin Kremser gerade aufgezeigt hat, mithilfe des Guidance Desktops und der Z-Bank Turbo Optionsschein denn umsetzen können. Wir werfen jetzt hier mal einen Blick auf den Guidance Desktop, den habe ich Ihnen hier aufgemacht. Hier oben sehen Sie die Adressleiste, Zeile, die werden wir im Nachgang natürlich auch nochmal herumsenden, können sich dann auch am besten immer als Favorit beispielsweise setzen. Dann kommen Sie immer relativ schnell drauf. Der Desktop selbst besteht aus drei Teilen. Und zwar haben wir oben hier einmal, ich sage mal, das Chartfenster. Hier sehen Sie also den Chart aus oder angezeigt, den Sie angezeigt haben. Standardmäßig ist hier beispielsweise der DAX eingestellt. Dann haben wir darunter das sogenannte Auswahlfenster. Hier haben Sie also die Möglichkeit, zum einen über die Suche
einen anderen Basiswert als beispielsweise hier den DAX zu wählen, das heißt der S&P 500, da können Sie aber auch Einzelwerte nehmen oder natürlich Rohstoffe. Und dann können Sie über diese drei Fenster, die wir auch gleich mal bedienen werden, Einstieg, Kursziel und Stop-Loss, ich sag mal, Ihre Trading-Idee eingeben. Und dann werden im, ich sag mal, dritten Fenster, das sogenannte Ausgabefenster, das Sie hier sehen, werden Ihnen dann passende Optionsscheine angezeigt, in diesem Fall hier Turbo-Optionsscheine, mit denen Sie dann diese Trading-Idee umsetzen können. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir mal die von Armin Krenze aufgezeigten markanten Kurspunkte des DAX in die drei Felder ein. Wir fangen hier an beim Einstieg und da haben wir das aktuelle Kursniveau. Das lese ich hier, gehen wir hier so rum, das lese ich hier oben ab. Closing 12,96, sagen wir jetzt mal glatt, gebe ich das mal hier ein. Dann das Kursziel, da hatte Armin ja ein aktuelles kurzfristiges, mittelfristiges Ziel von 13.300 Punkten genannt. Das wäre also ein Potenzial von rund 5% auf Basis des aktuellen DAX-Schlusskurses. Und natürlich wichtig für Knockout-Turboscheine ein Stop-Loss zu setzen. Dieses setzen wir aktuell bei 12.350 Punkten. Das ist also ein Puffer von etwa 2,8%. Und das ist der Punkt, der kurz unter dem letzten Bewegungshoch von Anfang April gesetzt ist. So. Kurz Enter, kurz warten und dann sehen Sie, wie im Ausgabefenster darunter die ja, passenden Endlos-Turbos der DZ-Bank Long dargestellt sind. Das oberste Produkt entspricht quasi, ich sag mal, am optimalsten, wenn man so sagt, der Strategie. Also sehen es nahezu 12.350 Stop-Loss-Punkte und die Punkte oder die Produkte, die darunter folgen, da liegt der Knockout weiter drunter. Das bedeutet auf der einen Seite weniger Risiko, wenn Sie so wollen, also weniger schnell wird der Option schon ausgenockt. Auf der anderen Seite sieht man aber auch hier, dann entspricht das auch einem kleineren Hebel, also auch entsprechend weniger Gewinnpotenzial. Die Möglichkeit, die Sie jetzt hier haben, ist, Sie können ganz individuell nach Ihren persönlichen Risikoprofilen, Ihren Wünschen, ja, das für Sie passende Produkt auswählen und Ihre Trading-Idee damit umsetzen. Wenn Sie sagen, jetzt Sie haben ein passendes Produkt gefunden, können Sie auch ganz einfach hier über den Punkt Broker, ich klicke da mal drauf, Ihren individuellen Broker auswählen und dann das Produkt entsprechend auch recht zügig erwerben und umsetzen. So viel erstmal von meiner Seite zur Erklärung des Guidance Desktop, die Umsetzung der Trading-Idee zum aktuellen DAX. Und dann würde ich jetzt gerne weitergeben an dich, Dirk, um dich bitten, eine Analyse ja, von ausgewählten Zinsen, Währungen und Rohstoffen zu machen. Und Dirk, dein Part bitte. Ja, vielen Dank, Falco. Dann werde ich mir am Anfang gleich mal die Moderatorenrechte nehmen. Einen Moment bitte. So, jetzt sollten Sie das letzte vom werten Kollegen noch sehen. Und das ist der Start für mich. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar. Wie immer habe ich die ehrenvolle Aufgabe, außerhalb des Aktienmarktes die weiteren Finanzmärkte technisch zu analysieren. Ja, ob ich auch als technischer Analyst will oder nicht, auch ich muss mich mehr oder weniger mit den politischen Einflussfaktoren auseinandersetzen. Diese sind aktuell massiv im Fokus der Investoren und ja, die zwei wesentlichsten politischen Ergebnisse, die in den letzten Monaten die Finanzmärkte beeinflusst haben, das sind ganz klar zum einen die Wahl von Trump zum US-Präsidenten und daneben natürlich die Wahl zum französischen Präsidenten. Und ich glaube, in den Medien, aber auch hier, ich in den letzten Webinaren habe auch schon öfters diese Problematik der wahlpolitischen Aspekte ein bisschen stärker beleuchtet. Diese besitzen natürlich einen hohen Einflussfaktor, gerade im kurzfristigen Kontext. Jedoch möchte ich mich heute wieder stärker dem zweiten wesentlichen Politikfeld zuwenden, nämlich der Geldpolitik. Diese ist so ein klein wenig aus dem Blickwinkel der Marktteilnehmer geraten. Und für mich persönlich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist die Geldpolitik extrem viel wichtiger, gerade im mittelfristigen strategischen Kontext für die Finanzmärkte als etwa die wahlpolitischen Entscheidungen.
Aber der Reihe nach, ich möchte wie immer starten mit dem Rentenmarkt. Und ja, ich habe es gesagt, im übergeordneten Kontext, der zweite wesentliche Politikbereich, mit dem ich jetzt mich ein bisschen stärker für die Assetklassen außerhalb des Aktienmarktes auseinandersetzen möchte, weil ich glaube, der Einflussfaktor ist einfach sehr extrem. Das ist die Geldpolitik und habe ich jetzt mal hier den wichtigsten oder die wichtigsten Parameter mitgebracht. Und das ist, was Sie hier sehen in der ersten Grafik, die Geldmenge einmal in den Vereinigten Staaten und zum anderen im Euroland. Und blau, das stellt die Geldmengeentwicklung seit der Finanzkrise 2008 dar. Und dort können wir sehen, dass wir ja bis Ende 2014 eine Verfünffachung der Geldmenge in den USA betrachten durften und danach sozusagen ja der Versuch mit dem Abschluss der letzten Anleihenkäufe in den Vereinigten Staaten, der Versuch, die Geldmenge so ein bisschen einzufangen, das ist auch geglückt, aber ich habe da einen Kreis mal aufgezeigt hier, sieht man das sehr schön, seitdem Trump als US-Präsident klar ist, ja, seit dieser Phase sehen wir, dass die Geldmenge in den USA sich deutlich nach oben entwickelt und das, obwohl die Fed versucht, mit Zinserhöhungen ein klein wenig jetzt so ein bisschen auch hier die Luft rauszunehmen und das gefällt ihr gar nicht. Und deswegen auch am Markt momentan die Erwartungshaltung, dass bei der nächsten Fed-Sitzung Mitte nächsten Monats, dass dort wieder auch ein Zinsschritt auf uns zukommt. Ganz im Gegensatz, davon sind wir noch weit entfernt in Europa. Wir sehen hier unten die Orangenlinie. Seit März 2015 hat sich die Geldmenge mit den Anleihenkäufen in Euroland verdoppelt. Also das ist mehr oder weniger für mich der Zaubertrank, aus dem die Blasen bestehen an den Finanzmärkten. Und der Armin hat es angedeutet, wir erwarten gerade im zweiten Halbjahr für den Aktienmarkt ein hohes Risiko, dass wir hier einen schärferen Einbruch sehen. Aber aktuell sollte die Party noch weitergehen. Gerade jetzt im Euroland hieß sie ja eigentlich von der Geldpolitik her noch weiterhin grünes Licht gegeben. In USA sieht es etwas anders aus. Und aus dem Grund, da komme ich jetzt auf den Rentenmarkt, auf die Zinssätze, ganz interessant zu schauen, was passiert eigentlich immer im Vorfeld einer Zinserhöhung der Fed und was passiert danach. Und ich habe es auch schon im letzten Mal immer wieder diese ja, Besonderheit mitgebracht, ich habe es mal bezeichnet als das Geldpolitik-Paradoxon, dass wir nämlich im Vorfeld, bevor die Zinsen erhöht werden oder bevor auch Anleihen mehr oder weniger verkauft werden, also im Vorfeld der Zinserhöhung der Fed steigen die Zinsen. Wenn dann die Zinserhöhung durchgeführt wird, passiert was? Am langen Ende, die Zinsen kommen eher runter. Wir haben es jetzt dreimal gesehen, das Spielchen, ich habe es Ihnen mal hier einmal aufgezeigt und auch die letzten beiden Entwicklungen haben das mehr oder weniger auch bestätigt. Wir hatten ja im Dezember 2016 und die letzte jetzt im März dieses Jahres die wieder jeweiligen Zinserhöhungsschritte gesehen. Die Zinsen im Vorfeld gestiegen und danach gefallen. Ja, und das ist so ein bisschen die Blaupause, die ich auch für den Rentenmarkt momentan nicht bis Mitte Juni zeichnen möchte, dass ich jetzt davon ausgehe, dass wir mehr oder weniger uns in einem zinsaufwärts bewegenden Trend uns befinden. Sie sehen, dass wir eigentlich, wenn wir rein charttechnisch an den Zinssatz in den USA gehen, das sind die 10-jährigen US-amerikanischen Anleihenzinssätze, dann hatten wir eigentlich im Vorfeld so einen ja, Doppeltop oder ein Rechteck, man kann es ja bezeichnen, da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ich will es mal als Doppeltop bezeichnen, abgeschlossen nach unten. Sie sehen das, wir sind unter die Unterstützungszone um 2,3% gefallen. Das ist eigentlich ein sehr negatives Signal und hätte eigentlich im Nachgang mindestens eine Bewegung bis zum 2% erwarten lassen. Aber Sie sehen, wie relativ zügig wir das schon wieder konterkariert haben. Es war keine normale Pullback-Bewegung. Mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit der Zinserhöhung im nächsten Monat, gehe ich davon aus, dass diese Bewegung sich durchaus noch bis in den Bereich der Hochpunkte, die wir in diesem und im letzten Jahr hier herausgebildet haben, bis etwa 2,6% sich fortsetzt. Und ja erst danach, das heißt, wenn dann die Zinserhöhung stattgefunden hat Mitte Juni, dann wieder eine zinsabwärtsgerichtete Bewegung zu erwarten ist. Das ist ungefähr auch die Erwartungslinie, die ich für Europa zeige. Hier habe ich die Renditen der 10-jährigen Anleihen für Deutschland. Sie sehen selbst hier unten bei der ersten Wahl zum französischen Präsidenten vor 2 Wochen haben wir auch schon einen Zinsanstieg im Nachgang gesehen, die Erleichterung.
dass hier keine radikalen Kräfte in Frankreich an die Macht kommen, war doch schon damals sehr stark verbreitet. Und ich denke mir mal, dass diese Bewegung sich auch mit dem Kontext steigender Zinsen in den USA in Europa und Deutschland hier für sich weiter fortsetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch hier die Hochpunkte vom Januar nochmal testen im Bereich um 0,5% und dann nach der Zinserhöhung der Fed im nächsten Monat, dass dann die Zinsen nochmal runtergehen. Ich gehe bei einem Crash natürlich am Aktienmarkt davon aus, dass die Zinsen noch einmal deutlich nach unten kommen. Aber wie gesagt, aktuell ist das noch nicht das Thema. Das ist, wie gesagt, fürs zweite Halbjahr erst das, was wir zumindest bei uns auf der Agenda haben. Gut, komme ich zur nächsten Asset-Klasse und das ist der US-Dollar gegenüber dem Euro. Und natürlich auch hier erstmal ein Blick auf diese Besonderheit, was passiert im Vorfeld einer FED-Zinserhöhung und was passiert danach. Auch hier eine schöne Blaupause, wie sie jetzt dreimal in den letzten Monaten so bestätigt wurde. Im Vorfeld haben wir einer FED-Zinserhöhung haben wir meistens einen schwachen Euro gesehen. Sie sehen das immer sehr schön hier, die Bewegung. Da ist einmal blau, das ist der Euro-Kurs gegen mit dem US-Dollar. Und orange, das ist die Fed Funds Rate, das heißt der Zinssatz, wo die Banken sich untereinander Geld ausleihen. Und dort hat die Fed einen starken Einfluss, diesen Zinssatz zu verändern, zu manipulieren. Und deswegen reagiert er auch sehr stark auf Fed-Leitzinserhöhungen. Und Sie sehen bei den letzten Erhöhungsbewegungen der Fed im Vorfeld ein schwacher Euro. Und dann, wenn die Zinserhöhung kommt, dann ist der Euro fest geworden. Zweimal hintereinander haben wir dieses Modul sozusagen bestätigt bekommen. Und das ist auch dann so ein bisschen die Blaupause, die wir für die nächsten Wochen so bei der Währung ansetzen können. Hinzu kommt auch jetzt, das passt ganz gut, dass wir einen schwachen Euro aktuell erwarten. Das Sentiment, was ich abgreifen kann für den Euro, ist hochoptimistisch. Und unter diesem Aspekt, gerade im kurzfristigen Bereich, Sie sehen das hier in der linken Grafik, bei der Befragung der Marktteilnehmer ein hoher Optimismus da drin ist. Und das bestätigt mich eigentlich, dass ich davon ausgehe, dass ich jetzt einmal antizyklisch sozusagen eine Chance habe, einen schwächeren Euro zu sehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir diese Kurslücke, die so im Bereich um 1,0780 sind, dass wir die zumindest jetzt in den nächsten Wochen testen sollten. Inwiefern sich dann sogar noch mal eine stärkere Abgabenwelle anbahnt, ist momentan nicht schwierig abzugreifen, ist aber durchaus möglich. Es ist also hier sehr konservativ von meiner Seite eingezeichnet. Allerdings, wie gesagt, für mich ist wichtig, eher einen schwachen Euro zu erwarten bis zur Zinserhöhung Mitte nächsten Monats und erst danach wieder einen festeren Euro zu erwarten. Die letzte größere Asset-Klasse, die ich gerne heute Abend hier mit ihm analysieren möchte, das sind die Rohstoffe und beginnen wie immer möchte ich mit Gold. Und ja, normalerweise haben wir immer einen wunderbaren Zusammenhang, dass wenn wir einen schwachen US-Dollar haben, dass das eigentlich dazu führt, dass gerade der Goldpreis stärker nach oben geht. Und was passiert aktuell, ist das nicht so der wesentliche Faktor, der den Goldpreis beeinflusst. Die letzten Wochen hatten wir gesehen halt einen etwas schwächeren US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen. Sie sehen das hier eben mit dem orangenen gegenüber dem Euro, bei der orangenen Grafik, Linie, die ich hier eingezeichnet habe. Aber der Goldpreis, der hat seinen Höhenflug sozusagen ein bisschen, ich will es mal so sagen, unterbrochen. Ist stärker nach unten gekommen. Es scheint momentan nicht viel wichtiger zu sein, was der Kapitalmarktzinssatz macht. Und da haben wir gesehen, in den letzten Wochen eher eine Zinsanstiegsbewegung und das belastet den Goldpreis aktuell stärker. Und natürlich auch hier haben wir einen wunderbaren Zusammenhang, den wir abgreifen können im Hinblick der Geldpolitik. Nämlich auch hier im Vorfeld einer FED-Zinserhöhung haben wir grundsätzlich einen schwachen Goldpreis und danach einen festeren. Und das passt ganz gut. Wir erwarten ja, wie gesagt, am nächsten Monat die Zinserhöhung, dass wir jetzt tendenziell auch weiterhin die nächsten Wochen noch einmal einen schwachen Goldpreis prognostizieren können auf Basis auch dieser Methode. Was nicht so optimal passt im Gegensatz jetzt zur Währungsseite, ist die Stimmung, die ist doch schon für einen Goldpreis extrem pessimistisch. Also Sie sehen auf der linken Seite der kurzfristige Sentiment der Befragung der Marktteilnehmer im negativen Bereich. Das kommt beim Gold sehr selten vor.
Sie sehen, in diesem Jahr waren wir noch niemals so negativ wie aktuell. Und auch ganz interessant, dass dieser, ja, ich rede immer von einem Daueroptimismus der Goldbullen im strategischen Bereich, dass der auch schon in den letzten Wochen deutlich gelitten hat. Sie sehen, wir sind hier von diesem Optimismusgrad, hohen Grad, deutlich nach unten gekommen in Richtung Neutralität. Ja, das ist genau das, wo ich gerne auch die Sentiment hätte, gerade um auch strategisch irgendwann mal zu sagen, Gold ist mal ein strategischer Kauf. Ich glaube, dass Gold seine beste Phase noch vor sich hat, wohl dann, wenn der Aktienmarkt crasht, und das sollte dann auch fürs zweite Halbjahr eher das interessantere Umfeld darstellen. Aus dem Grund sehe ich jetzt nicht unbedingt gerade einen weiter so nach unten fallenden Goldpreis aufgrund des Sentiments im kurzfristigen Kontext. Dieses negative Sentiment, was wir haben, hat er gute Chance, jetzt eine Stabilisierung hinzukriegen. Aber ich glaube, im Vorfeld der Zinserhöhung der Fed werden wir doch tendenziell eher weiterhin noch einen schwächeren Goldpreis sehen und erst Mitte Juni dann die gute Chance, vielleicht einen Boden zu finden. Und das wäre idealtypisch, dass dieses Tief, was wir hier bei 1195 US-Dollar pro Unze herausgebildet haben, dass die nochmal getestet wird, dieses Tief, und dann erfolgreich getestet wird. Vielleicht stellt das dann auch eine gute Basis dar, um diesen strategisch sehr günstiges zyklentechnisches Umfeld dann auch mal wirklich in steigende Kurse dann weiter fortzusetzen. Sie sehen für mich dieses von der Zyklenanalyse, und wir haben bei Gold ein traditionellen sogenanntes 8-Jahres-Zyklus, den wir immer wieder abgreifen können. Der läuft 3 Jahre positiv und 5 Jahre negativ. Und die positive Phase hat im letzten Jahr begonnen. Und das bedeutet, dass wir eigentlich strategisch auf der Long-Seite uns eigentlich schon eher mal positionieren sollten. Aber ich brauche für diesen Zyklus ganz dringend die charttechnische Bestätigung. In den letzten Wochen wurde diese nicht gegeben. Sie sehen, der aufwärtsgerichtete Trendverlauf, der ist noch intakt. Und auch wichtige Marken, wie zum Beispiel die 1370, die sind noch nicht durchbrochen worden. Das ist das 38,2% Fibonacci Retracement dieser gesamten Abwärtsbewegung, die wir seit 2011 herausgebildet haben. Und solange dieses, sage ich mal, nicht als Stärkesignal gegeben wurde, bin ich weiterhin noch etwas skeptisch gegenüber dem Goldpreis. Aber wie gesagt, ich glaube, im zweiten Halbjahr wird das ein interessanterer Chart werden, und dann lohnt es sich da auch mal auf der Long-Seite sich zu positionieren. Als letztes dann noch ein Blick auf den Rohölpreis, und auch die Grafik habe ich immer traditionell mit dabei. Der saisonale Zyklus bei Rohöl ist eigentlich immer ein sehr schöner Zyklus, und die beste Phase des Jahres, die ist eigentlich vorbei. Sie sehen zwischen Januar und April insbesondere eigentlich die besten Monate für einen steigenden Rohölpreis, und aktuell Mai, Juni war ja eher mal so ein bisschen unterdurchschnittlich. Wir haben nochmal Juli einen positiven Monat, aber dann Rest des Jahres eher mal unterdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit für steigende Rohölpreise. Also von der Seite aus hier keine Unterstützung für einen Rohölpreis, und von der Stimmung her passend zum Gold auch hier noch ausgeprägter, muss ich sagen, ein Pessimismus sowohl im kurzfristigen taktischen Bereich als auch im strategisch längerfristigen Bereich. Ein Pessimismus, der im Markt drin ist, der eigentlich so ein bisschen dafür sorgen sollte, dass wir jetzt in so eine Erholungsbewegung reingehen, nachdem wir jetzt in den letzten Tagen doch nochmal deutlich unter Druck gekommen sind. Für mich ganz, ganz wichtig die Marke 53 US-Dollar pro Barrel, der einen für mich ja strategischen, wichtigen Einflussfaktor hat. Wir hatten den ja im vergangenen Jahr gesehen mit der Förderkürzung der OPEC, dass diese Marke nach oben genommen wurde, aber halt auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder unterschritten wurde. Das ist keine Dynamik nach oben, und unter dem Aspekt auch charttechnisch für mich der Rohölpreis mehr als angeschlagen. Ich sehe aktuell nicht mehr als nur eine Erholungsbewegung, die auf jeden Fall unter 53 US-Dollar verbleiben sollte. Und dann kommt für mich ein ganz wesentlicher Faktor, den ich auch öfters schon in den letzten Monaten immer wieder erwähnt hatte, dass dieser negative Fracking-Faktor, der in den USA durch den neuen US-Präsidenten ja eigentlich wieder stärker zum Tragen kommt, dass der auch nochmal gerade im strategischen Kontext einen deutlichen Dämpfer für den Rohölpreis bedeutet. Sie sehen, ich habe es mal bezeichnet als Fracking Impuls 2. Das heißt also, dass wirklich nochmal eine richtige stärkere Abwärmebewegung im strategischen Kontext zu erwarten ist. Wichtig, die erste Marke 41,50 US-Dollar. Aber ich könnte mir gerade auch mit Blick
zweites Halbjahr hier nochmal einen schärferen Rückgang erwarten oder prognostizieren bis zu den Tiefpunkten bis 27,80. Aber wie gesagt, da müssen natürlich auch die anderen Assetklassen mitspielen, dass wir hier gegebenenfalls in den USA in Richtung zweites Halbjahr einer Rezession laufen. Aber auch das, wie gesagt, ist alles noch Zukunftsmusik. Da möchte ich jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Aber das ist zumindest das, was ich im Hinterkopf habe, was wir als strategisch als Fahrplan haben. Und daher auch für mich strategisch der Rohölpreis uninteressant, eher negativ. Das war es auch von meiner Seite. Ich darf mich recht herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Und ich denke mal, Falco, du willst noch ein paar abschließende Bemerkungen machen. Dankeschön. Ja, Dirk, das mache ich natürlich sehr gerne. Und dann danke ich dir zunächst mal ganz herzlich für deine Ausführungen. Jetzt hole ich mir auch noch mal kurz für die letzten paar Minuten die Moderatorenrechte zurück. Haben wir es denn? So, gucken, dass es übertragen wird. Jetzt sieht es gut aus. Ja, liebe Teilnehmer, damit sind wir jetzt am Ende unseres heutigen Webinars angekommen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein paar interessante Informationen, Impulse für Trading-Ideen oder Informationen liefern. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren beiden Referenten, Dirk Oppermann und Armin Kremser, für ihre Zeit, für ihre interessanten Analysen bedanken. Aber bedanken möchte ich auch mich bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie so zahlreich an dem Webinar teilgenommen haben. Ich möchte Sie dann zugleich auf unser nächstes Webinar in einer Woche, selber Ort, selbe Stelle, 19 Uhr am 15. Mai hinweisen. Dann haben wir wieder die Trading-Gruppe 2.0 mit Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein zu Gast. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit bleibt mir jetzt nur noch Ihnen einen schönen restlichen Abend zu wünschen. Genießen Sie ihn und natürlich wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.